Ja, dann begrüße ich Sie alle sehr herzlich hier in der Champions Bar im Frankfurter Marriott Hotel zur Saisonauftaktpressekonferenz der Fraport Skyliners vor der BKWBL-Saison 2012-2013. Rechts von mir begrüße ich Sportdirektor Kamil Novak, daneben Geschäftsführende Gesellschaft der Dr. Gunnar Wöpke, Head Coach Muli Kazurin. Kennt ihr mich? Und ganz auf der rechten Seite Kapitän Marius Nolte. Ja, in einer Woche geht es los mit der neuen Saison. Bestimmt sind viele Fragen da, bestimmt gibt es aber auch von unserer Seite erstmal viel zu erzählen. Von daher bitte ich als allererstes Gunnar Wöpke um ein Eingangsstatement. Ja, ich habe gar nicht so viel zu erzählen jetzt. Irgendwie habe ich eben zu Thomas gesagt, das kommt alles ein bisschen früh für uns, die Saisonauftakt-Pressekonferenz, weil bei uns gibt es ja noch extrem viele Fragezeichen, die zu beantworten sind. Wir werden sicher gleich im Einzelnen, wahrscheinlich Muli und Kamil, auch nochmal drauf eingehen. Wir haben ein paar Entscheidungen gefällt, wie das mit Spielern, die wir unter Vertrag haben, weitergehen wird, die sich im Tryout befinden. Also wir werden mit JJ weitermachen, mit Jonathan Jones, und wir werden mit AJ nicht weitermachen, und wir haben durch die Johannes Herber-Situation, nachdem wir ja 5 Deutsche gewesen sind und die Möglichkeit gehabt hatten, nur mit 5 Ausländern an den Start zu gehen und dann 10 Spieler gehabt hätten, haben wir jetzt eigentlich eine neue Situation, die wir relativ kurzfristig zu lösen haben. Also wir haben entschieden, dass wir wahrscheinlich doch mit 6 Ausländern an den Start gehen müssen aus dieser Situation, damit wir überhaupt auf 10 Spieler kommen, und suchen auf der Position 4-5 noch einen Spieler und natürlich jetzt auch für die Position 2. Das sind ja die beiden Positionen, die, nachdem wir diese anderen Entscheidungen gefällt haben, noch offen sind. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Wenn ich was vergessen habe, dann ruft mir das zu. Damit hätten wir dann 10 Spieler, was eigentlich nicht ausreichend ist für unser System. Eine Konsequenz aus der Entscheidung von Johannes, dass er seine Karriere beendet, ist, dass wir natürlich im Bundesliga-Team auch einen Leader verloren haben, einen erfahrenen Spieler, der auch sozusagen sowas wie so einen Glue-Faktor darstellt, also so einen Zusammenhalt-Faktor. Und der Johannes hat ja sehr, sehr viele Sachen gemacht, die man nicht unbedingt auch in den Statistiken dann sieht oder sich niederschlagen, aber die hat er einfach gehabt. Die zweite Konsequenz daraus ist, dass wir einen Spieler, wie einen deutschen Spieler weniger haben und damit auch eine Konsequenz nach unten haben. Wir haben ja ein Team zusammengestellt, wo wir eigentlich zunächst mal mit 11 Spielern, wenn es dann 6 Amis gewesen oder 6 Ausländer gewesen wären, an den Start gegangen sind, was auch ausreicht, unserer Meinung nach, um die Spiele zu bestreiten. Es müssen nicht 12 Leute zu den Auswärtsspielen fahren. Und der 12. Mann ist der Busfahrer. Jetzt sind wir in der Situation, dass wir, wenn wir einen deutschen Verletzten hätten, wenn wir keinen weiteren deutschen Spieler verpflichten, dass wir dann doch leider diese ungünstige Situation für einen unserer jungen Spieler haben. Das wollen wir eigentlich nicht. Das heißt, die Position des Backup-Dreiers, die wir eigentlich nicht dieses Jahr hätten füllen müssen, sondern das hätte ein Jahr Zeit gehabt bis zum nächsten Jahr, damit unser Konstrukt mit den jungen Deutschen passt. Da müssen wir uns jetzt doch natürlich kurzfristig versuchen, Gedanken zu machen, diese Situation zu lösen. Die haben wir noch nicht gelöst. Und wir müssen natürlich, oder es wäre sinnvoll, wenn wir das schaffen vor dem 29. September, weil da muss der Mannschaftsmeldebogen an die BBL geschickt werden, damit wir dann wieder auf den Kader von 11 Stammspielern im Bundesliga-Team kommen, dass wir darauf kommen. Das hat eine weitere Konsequenz für unser Juniors-Team, mit dem wir eigentlich oder mit dem wir sehr, sehr zufrieden sind, wie wir es zusammengestellt haben dieses Jahr, also mit dem Erik Detlef und dem Dennis Welm haben wir da ein Konstrukt geschaffen, von dem wir völlig überzeugt sind, dass das von der Trainingssituation und von der Trainersituation perfekt ist. Und wir waren auch der Überzeugung, dass das perfekt gewesen ist mit der Spielersituation, dass wir mit nur einem Ausländer und ansonsten deutschen Jungs, die eine Doppellizenz mit uns haben, und Jugendlichen aus der Region in dieser Liga antreten. Dadurch haben wir natürlich jetzt, dass wir oben wieder einen Spieler short sind, haben wir natürlich auch eine Konsequenz wieder nach unten, über die wir nachdenken müssen, wie wir die lösen können, damit das da nicht zu Komplikationen führt und dass das Team auch wettbewerbsfähig bleibt und nicht dadurch, dass die Jungen, ich nenne sie mal Young Guns oder wie auch immer man sie nennen will,
die, glaube ich, in der Vorbereitung auch gezeigt haben, dass sie sehr, sehr großes Potenzial nach oben haben. Aber man darf natürlich auch die Erwartungshaltung jetzt nicht zu hoch schrauben an sie. Das eine oder andere Spiel wird nicht so toll sein, wie man sich es vorstellt. Das andere wird super toll sein, glaube ich. Ich glaube, sie haben das Talent, dass sie dann auch im Juniors-Team, dass das Konstrukt da funktioniert. Das heißt, wir haben jede Menge offene Baustellen, die durch diese Situation entstanden sind, die wir versuchen müssen, möglichst kurzfristig zu lösen. Ja. Und das meine ich letztendlich damit, diese Pressekonferenz ist eigentlich ein bisschen zu früh. Ich sehe mich auch heute oder möchte das eigentlich auch gar nicht einen Ausblick darauf geben und sagen, wir können da oder da landen oder werden da oder da landen. Ich glaube, das ist jetzt einfach, solange das Team nicht vollständig ist, eigentlich ist es eigentlich nicht zu machen. Ja. Vielleicht machen wir das in einer Woche oder in zwei Wochen. Ja, so viel von mir. Dankeschön. Kurz zum Prozedere auch noch. Wir werden hier oben erstmal jeden zu Wort kommen lassen, danach gerne in die offene Fragerunde starten. Next, I would like to ask Coach Muli Pazurin. Ich würde gerne wissen, wie war das Trainingscamp, wie entwickelt sich der Kader mit den Spielern, die dann da sind. Coach, how was practice camp? How is the team doing? Well, we came back, I think, early this morning. You know, the last day of the camp, I was talking with Kamil that, you know, it was our second year in Treviso, and only three players were in Treviso last year. That's Marius, Danilo, and Tess. Rest of the guys are new. And this is all about the team this year. We renewed the team. Changes made, and the camp is the best opportunity to learn more about the individuals, to see them, you know, not only in the practice, also out of the court, to improve the chemistry in the team, and to build something new. I think overall we have a very very good camp. Players really work hard. Also, we have the two nice scrimmage games, which I always say is, you know, the last result, the score is not the most important thing in those games. Even you always like to win games, but this is only preparation games. I think we learn more about our team, about our players, about qualities, about different options that we have with those guys. We have to remember that the team is much younger this year, and the more we have spent time with the young guys and give them minutes to play in high level, they can improve and they can get the experience they need. So something unique happened. We made full camp and nobody got injured. That was something to remember. The conditions there were quite good. That's the reason we choose Treviso for this year as well as last year. After coming back, you know, we are coming in front of the last part before the league is starting. I will say a few words because I know you're going to ask me anyway, so save you the questions. We are not full yet, that's clear. The roster is not full. I think everybody understands that Joe retired from the game, you know, after the season already started for us, influence and make a big shock in the team, you know, because he was one of the main guys, and he's also a German player, and we all know the rules in the league. So we are missing good player, good person, and also a German player. All this, you know, of course, experienced guy, former national team player. So all this, you know, put us in a unique and difficult situation. But after, I think, overcome this shock of Joe leaving the game,
I think the adrenaline start to move again, and we are all the time thinking and trying and checking how to rebuild the team in a time when the team's supposed to be already done. So this is for sure not the best situation, but this is challenging situation. And I never wanted to put difficult situation as excuses, and we don't want to put it now. We have to go through this situation, we have to find the solutions. Even it's clear to everybody it will not happen in one day, but we're working hard on that. We'll find the best solution with our opportunities, with our financial opportunities, what we can do, and we'll make the roster the best way we can. For sure, this is something different, you know. This is something different, this is something not planned, of course, but this is something that we should handle. This is a big challenge for all the people in the club, for the players, for the coaches, for everybody. So that's the situation for the moment. If I understood what Gunnar said, so you already know about JJ, you already know about AJ. Maybe the next player will be also MayJ or something. But also, I think it's important that to brought up the thing with the young players we have. We are very happy, I'm very happy to have the young guys we had this year. Really talented guys that will give them the chance, and they will have to take it, because nothing goes for free. Nobody gets the chance just because of his age. But spending time with them already for a while, I know they got the talent and they can help us, we can help them. This is something that always bring new power, new adrenaline, new attraction to the team, because everybody likes to see young players playing. This is always something that I think fans everywhere likes to see, that can give the team a new identity, that can give the team perspective for the future. Maybe Kamil will talk about it later, but we have very nice perspective and program well with the Pro B team, which makes the whole program for young players, I think, I don't want to say the best, because it's always other good places, but for sure one of the best places in Germany to be. And maybe the last thing I will just add, like always, it's important for us to have good persons. It's not only about basketball. You always can find better player or whatever, but finding good persons, good people to work with them, that's is the basic for everything. And I think for this, at least for this point of view, we did 100%. Even AJ that is leaving us, he's a great guy. We just thought, you know, for basketball side, that he's not fit to the puzzle we are building, but he's a good basketball player, don't misunderstand me. We didn't let him go because he's not good. He's good, but he's not what we were looking. I'm sure he'll find his way, and we talked to him yesterday, Kamil and me, and we wish him the best of luck. I'm sure he'll find a team to play, because he's a good basketball player. So the human side of this is also important, and I'm very happy with this, that what we have in the team. That's it for now. Okay, danke schön. Als nächstes Sportdirektor Kamil Novak. Viel wurde schon gesagt, aber wie ruhig sind die Telefone bei dir momentan? Und wie kurz sind die Nächte? Das kommt ja da dazu. Ja gut, wenn man um drei nach Hause kommt, ist das natürlich kurz. Aber generell, einiges wurde hier schon gesagt, der Gunnar hat hier einiges erwähnt, der Muli.
Das mit Johannes, da wurde schon fast alles gesagt. Das ist natürlich jetzt nochmal umso intensiver, dass wir da jetzt Spieler, passende Spieler suchen. Auch dass die Situation mit AJJJ hat Muri erläutert. Ich würde noch mal gerne dazu sagen, die Situation mit jungen Spielern. Ich sehe das so, dass alle drei, die jetzt bei uns im Fest im Kader sind, das ist der Konstantin, der Johannes und der Danilo, dass die jetzt definitiv schon mal den Fuß zwischen die Tür gestellt haben. Das ist der erste Schritt, den jeder Spieler machen muss. Der zweite Schritt ist, mit dem anderen Fuß die Tür wegzutreten. Das muss jetzt natürlich folgen, da freuen wir uns alle drauf. Wir tun alles Mögliche. Wir haben schon, das hat auch der Gunnar erwähnt, eine Situation, was den Trainerstab angeht, wo wir sehr breit aufgestellt sind, wo wir auch sehr viel individuell mit den Spielern arbeiten können. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Faktoren im europäischen, aber vor allem jetzt im deutschen Basketball, jetzt mit der Quote. Man muss viel mehr deutsche Spieler haben und bin der festen Überzeugung, dass das nur durch Training Quantität geht. Ja, und Training, also natürlich Qualität, das ist außer Frage, auch Training Quantität. Und das hängt immer davon ab, wie viele Trainer hat man, wie individuell man arbeiten kann. Und da, glaube ich, sind wir jetzt sehr, sehr gut aufgestellt. Und wir können jungen, talentierten, hungrigen Spielern mit Talent einiges bieten. Mhm. Dankeschön. Ja, Marius, viel wurde jetzt noch dazu gesagt. Vielleicht so ein bisschen die Frage, wie ist denn eigentlich die Stimmung im Team nach all den Turbulenzen, die wir jetzt hatten? Mit welchem Gefühl gehst du denn ganz persönlich in die neue Saison? Ja, guten Morgen erstmal. Ist immer gut, als Letzter dran zu sein, dann hat man noch nichts vorher gehört, was man vielleicht wiederholen könnte. Aber ich versuche das Ganze, wie du gesagt hast, mal so ein bisschen aus Teamperspektive zu erklären oder wie ich das Ganze sehe. Also erstmal, die Stimmung ist sehr gut. Wie der Coach gesagt hat, so ein Trainingslager, wo natürlich hart gearbeitet wird, ist aber auch immer innerhalb des Teams eine Möglichkeit, sich untereinander besser kennenzulernen, mal so ein bisschen oder ziemlich viel Zeit auch außerhalb der Halle miteinander zu verbringen. Und das hat dieses Jahr gut funktioniert. Ich möchte das auch nochmal unterstreichen, was der Coach gesagt hat. Die Jungs, die wir hier haben, haben wirklich gezeigt, dass sie eine gute Truppe sind und dass sie alle hier sind, um hart zu arbeiten und um alles zu geben für die Freiburg Skyliners. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Grundvoraussetzung. Das ist auch was, was mir persönlich immer sehr wichtig ist. Und ich denke, das hat man in dieser Woche, hat sich das auch herauskristallisiert, sowohl abseits der Halle als auch dann in dem Turnier, zum Beispiel dann im Spiel im Sonntag, wo wir in der zweiten Halbzeit wirklich gut zurückgekommen sind, wo die Jungs gemerkt haben, okay, das ist die Art von Basketball, das ist die Art von Effort, die wir spielen wollen, den wir zeigen wollen. Ich glaube, es ist ja schon fast Tradition, dass die Vorbereitung immer auch viele Unvorhersehbarkeiten mit sich bringt. Und das macht es natürlich schwer, mit manchen von diesen Dingen umzugehen. Gerade das mit Joe war natürlich was uns alle betroffen hat, sportlich, aber natürlich vor allem menschlich innerhalb des Teams. Wir haben es da als Spieler ja, sowohl gut als auch schlecht. Es darf uns nicht interessieren. Wir müssen einfach weitermachen. Und ich bin eigentlich ziemlich beeindruckt, wie wir das geschafft haben, zu sagen, okay, all diese Faktoren, Verletzungen von Devin und Tess, so eine Nachricht wie Joe, dass er aufhört mit Basketball oder auch solche Dinge wie Tryout-Verträge und wirklich Druck, der auf einigen der Spieler lastet, dass die Jungs und die gesamte Mannschaft das wirklich gut wegsteckt und zumindest nach außen hin oder auch innerhalb des Teams sich das nicht anmerken lässt und weiter Basketball spielt. Nämlich dafür sind wir da, um einfach unseren Job zu machen, nämlich gut Basketball zu spielen. Das fand ich sehr gut und das ist sowas, was so ein bisschen wieder Spaß macht, wieder so ein bisschen jetzt die Lust weckt, mit diesem Team als Team hoffentlich Sieger einzufahren und dieses Gefühl gemeinsam zu erleben. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf und freue mich dann auf die neue Saison, die jetzt startet. Ja, dann gibt es wahrscheinlich keine Fragen mehr. Ich möchte trotzdem fragen, ob es denn welche gibt. Bestimmt. Bin mir absolut sicher. Aus der Runde. Und mit Harald.
Gunnar, du sagtest vorhin, wie sieht das für die Position 2, 4 und 5? 4, 5. Ein Spieler. Genau, ein Spieler. Ja, ja, schrägstrich 5. Mhm. Und wie ist das mit der Position 3? Du hattest den Backup angesprochen. Ja gut, das Problem ist ja in dieser Situation dann die Quote für uns, weil wir können ja, wenn wir jetzt noch einen Zweier holen, nachdem wir JJ behalten und schon 3 Ausländer unter Vertrag haben und noch einen Vierer, Fünfer suchen, haben wir 6 Ausländer im Team und können da ja auch nicht einen weiteren Ausländer nehmen. Das heißt, wir gucken jetzt natürlich, ob es einen deutschen Spieler gibt, der in diese... Das Team ist ja so gebaut von Anfang an gewesen, dass wir, und das, ich glaube, ich habe das neulich auch mal irgendwann gesagt, dass wir eigentlich ja die 12. Position, wenn man jetzt mal von einem 12er-Kader ausgeht, dass wir die perfekt mit einem Backup-Dreier besetzen könnten in diesem Bundesliga-Team, der dann potenziell oder der dann der Starter in dem Juniors-Team gewesen wäre auf der Position 3. Also wir haben da eigentlich eine perfekte Situation gehabt, neben der Konsti-Situation, Danilo- und Johannes-Situation, also 1, 4, 5, noch einen Zweier, Dreier zu holen, der sich auch in diesem Team super entwickeln kann und dann auch in der Pro B eine entscheidende Rolle spielt. Diese Position hätten wir nicht besetzen müssen, aber besetzen können. Wir haben im Sommer auch uns umgeguckt und ob wir da noch einen Spieler finden, haben da nicht den gefunden, der uns da reingepasst hat. Ja, auf der 1 und auf der 5 ist uns das gelungen mit Konsti und mit Johannes. Da haben wir unsere Wunschspieler bekommen, die wir unbedingt für die Position haben wollten. Auf der Position ist uns das nicht gelungen, hatten aber auch keinen Zeitdruck, weil man braucht keine 12 Spieler, um Bundesliga zu spielen. Ja, also wir hätten jetzt eigentlich 12 Monate Zeit gehabt, um da, also die anderen Jungs sind ja längerfristig unter Vertrag, 2 und 3 Jahre, das heißt, das Zukunftsteam, zumindest mal in der deutschen Basis, haben wir ja schon gebildet, wie wir in der Zukunft spielen wollen, hätten jetzt 12 Monate Zeit gehabt, da einen Spieler zu finden, der da reinpasst, ohne Druck zu haben. Jetzt ist es natürlich so, dadurch, dass Johannes aufgehört hat, dass wir ein bisschen mehr Druck haben, weil sollte sich ein deutscher Spieler verletzen, ich meine, wir haben ja zum ersten Mal keine Verletzten im Trainingslager gehabt, vielleicht haben wir ja auch mal keine Verletzten in der Saison, wer weiß, dann sind wir natürlich schon unter Zugzwang, weil wir auf einmal nur noch 9 Spieler haben, wenn wir das Team komplettiert haben. Und da gibt es eine perfekte Stelle für einen Spieler zu vergeben, der sich, glaube ich, in diesem System auch noch auf dieser Position perfekt entwickeln kann. Wir müssen jetzt gucken, ob wir zu diesem späten Zeitpunkt natürlich dann noch einen halbwegs geeigneten Spieler finden, dem wir diese Möglichkeit einräumen wollen. Das muss man ganz klar sagen. Und dafür ist der Zeitpunkt natürlich eigentlich zu spät. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja, also hätten wir das 3 Monate vorher gewusst, wäre das sicher deutlich einfacher gewesen. Ist jetzt nicht so, müssen wir mit klarkommen. Ist, glaube ich, auch kein extrem erschwerendes Kriterium für uns, aber ist natürlich eine weitere Herausforderung oder auch eine weitere Chance für jemanden, dem wir da wirklich eine perfekte Position geben können. Ja? Und wenn er gut macht, kann er auch in der Bundesliga spielen, ja? So wie unser Team jetzt gebaut ist. Also da müssen wir jetzt halt einfach gucken, ob wir da noch einen geeigneten Spieler finden, der da reinpasst. Und wenn wir keinen finden, der in das Thema Doppellizenz passt, dann können wir natürlich trotzdem überlegen, dass wir auch so noch einen deutschen Spieler dazu nehmen, der dann halt nicht mit Doppellizenz spielt. Ja? Aber das ist eine Position, die wir eigentlich jetzt erschwerend noch, um uns halbwegs gegen Verletzungen abzusichern und nicht einen Jugendlichen zum Busfahrer zu machen, besetzen müssen. Ja, und das ist eigentlich nicht unser Vorhaben, Jugendliche zu Busfahrern zu machen. Position 3. Ja. Backup 3 gedanklich. Ja. Hinter Test, da ist ja eine perfekte 2, 3, was auch immer. Ja. Wie groß ist die Chance, diese Spieler per Ausleihgeschäft zu finden? Und es kann ja sein, dass jetzt die meisten Kader stehen, dass es vielleicht doch noch im Hintergrund irgendein Spieler gibt. Da macht es keinen Sinn, in Chancen zu spekulieren, sondern wir versuchen, die beste Situation zu kriegen für einen Spieler und für uns und für unser Gesamtkonzept, was wir da haben und was dann da rauskommt, werden wir halt sehen. Also ich glaube, das macht jetzt wenig Sinn, darüber nachzudenken, ob man das mit einem Ausleihgeschäft macht und wie groß die Chancen oder so dafür sind, dass das klappt. Wir müssen einfach jetzt gucken, dass wir diese Situation halbwegs gelöst bekommen. Und das ist ja nur eine von 3 Baustellen, die wir lösen müssen. Ja, wir müssen ja noch die Position 2 lösen und umso dringender lösen, jetzt wo Johannes weg ist, der ja mit viel Spielminuten eigentlich auf dieser Position eingeplant gewesen ist. Und wir müssen jetzt auch die Position 4, 5 versuchen zu lösen, ja, damit wir auf überhaupt 10 Spieler kommen. Ja. Also richtig viel Zeit ist dafür auch nicht, weil wie gesagt, 29.09. glaube ich, muss der Mannschaftsmeldebogen eingeschickt werden und dann ist erstmal
Schicht im Schacht und dann gibt es halt noch 4 Lizenzen, die man vergeben kann im Laufe der Saison. Also wir hoffen nicht, dass wir 4 Lizenzen vergeben müssen, aber ich meine, irgendeine Art von Limitierung ist natürlich dadurch schon vorgegeben, ist ja klar. Auch zu diesem Thema, ist es viel komplizierter geworden seit der Neuregelung der Liga mit den Anteilen von deutschen Spielern. Deutsche Spieler zu kriegen, hat sich der Markt verengt dadurch im Laufe der Jahre jetzt oder war es schon immer kompliziert? Mach mal du. Also man kann das natürlich so oder so sehen. Ich kann nur sagen, wie ich das sehe. Dass die Situation für deutsche Spieler ist positiv oder günstig wie noch nie, das muss man ganz klar sagen. Deshalb kann ich diesen Argument, deutsche Spieler haben es schwer, nicht mehr hören. Ich habe immer gesagt, auch unter der alten Ausländerregelung, dass jeder deutsche talentierte Spieler, der bereit ist zu investieren in seine Zukunft, die Tür offen hat. So wie wir junge deutsche Spieler nicht seit einem Jahr, sondern seit Jahren suchen und versuchen an uns zu binden, so machen das auch die anderen Bundesligisten. Ich glaube auch jetzt, die Saison ist noch nicht mal losgegangen, aber ich glaube, unsere 3 Jungs, die wir jetzt im Kader haben, die haben gezeigt, dass wenn man es will, wenn man investiert, wenn man hart arbeitet, dass die Chance auf jeden Fall da ist. Ich kenne keinen Trainer oder Manager in der Bundesliga, der einem jungen Spieler, der investiert, der sich auch gut präsentiert und die Chance nimmt, keine Chance gibt. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und zu der Frage, ob das jetzt schwieriger ist, es ist natürlich so, dass sich jetzt alle noch intensiver darum kümmern. Ich glaube, das hat jetzt auch die Auswirkung, dass alle Clubs in der Bundesliga viel mehr in die Strukturen investiert haben und investieren. Das ist auch nicht seit einem Jahr, sondern das ist eine Entwicklung, die man seit 3-4 Jahren beobachten kann, wenn man es will. Da sind jetzt Programme entstanden, nicht nur bei uns, ja, aber bei uns sieht man das natürlich auch. Krass, was in den letzten 2-3 Jahren mit der Pro B und also mit den ganzen Strukturen, was da aufgebaut wurde, was noch aufgebaut wird hoffentlich. Also dafür muss man auch weiter investieren. Also ich sehe die ganze Entwicklung sehr positiv. Das ist natürlich erstmal positiv für die jungen deutschen Spieler. Und ich hoffe, dass man das auch bald sieht, indem man viel mehr junge, talentierte deutsche Spieler in der Bundesliga auf dem Parkett, nicht nur irgendwo im Bus oder auf der Bank, sondern auf dem Parkett sehen wird. Aber nochmal, ich bin da fest der Überzeugung, dass jeder Spieler das mehr oder weniger selber in der Hand hat. Natürlich muss man die passende Situation finden, ja, das ist auch ganz klar. Das ist dann die Aufgabe der Agenten oder des Spielers selbst, sich eine Situation aussuchen, wo das passt. Aber die Chancen sind auf jeden Fall da. Und wie gesagt, die Clubs, die bemühen sich alle um junge oder um deutsche Spieler generell, die spielen wollen und spielen können. Ich würde gerne auch noch was ergänzen. Also ich glaube, die Frage zielt auch ein bisschen dahin, ist das teurer geworden, solche Spieler zu verpflichten? Ja, ich glaube, es ist teurer geworden. Das ist auch super so, weil sich dadurch halt durch diese Situation natürlich auch die Berufsperspektive Profi-Basketballer für mehr Leute erschließt. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung, die da in der Basketball-Bundesliga stattfindet. Die Budgets haben sich in den letzten 4 Jahren mehr als oder verdoppelt oder knapp verdoppelt in der Basketball-Bundesliga. Und ich finde, das ist auch eine sehr, sehr positive Entwicklung, was ich persönlich nicht gut finde. Aber diese Entscheidung ist leider vor vielen Jahren so gefällt worden. Ich finde es gut, dass man eine Regelung macht, 6 Deutsche und 6 Ausländer. Aber ich hätte die Ausländer, die Amerikaner auch noch auf 3 begrenzt, damit man einfach eine höhere Kontinuität in den Spielerkadern hinbekommt, weil das mit europäischen Spielern durchaus viel, viel einfacher ist, als das mit amerikanischen Spielern ist. Aber diese Entscheidung ist gefallen. Das kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Wir haben da damals dagegen gestimmt und gehofft, dass man in so eine Regelung, also dass man diese 6 Spieler nochmal in 3 Amis und 3 was auch immer Ausländer, Kontinu oder Europäer unterteilt, ist nicht so gekommen. Das würde ich noch ein bisschen besser finden. Insgesamt ist diese Regelung aber, glaube ich, sehr, sehr positiv. Und was der Kamil eben geschildert hat, dass in vielen Standorten das dazu geführt hat, dass man sich einfach mit dem Thema beschäftigen muss, wie schaffe ich es, deutsche Spieler zu entwickeln, weil jedem, glaube ich, klar ist, wenn man erfolgreich Basketball spielen muss und Verletzungen will und
Verletzung erstmal ausgrenzt, dann muss man mindestens 9 Spieler haben, die das Spielfeld betreten können und mindestens mal 10 bis 15 Minuten spielen von den 200 Spielminuten. Und das bedeutet einfach, dass man 3 Deutsche braucht. Mal 18 Mannschaften, das heißt, da ist ein relativ großes Betätigungsfeld mittlerweile da. Und wir alle freuen uns natürlich auch, wenn es über, und ich glaube, das ist für den Basketball auch recht wichtig, dass es über die Entwicklung, die die Spieler in der Bundesliga machen, in den Farmteams machen, in der JBBL und der NBBL machen, dass wir auch eine erfolgreiche Nationalmannschaft perspektivisch wieder haben würden in der Nach-Dirk-Nowitzki-Zeit, weil das natürlich auch recht wichtig für eine Sportart insgesamt ist, dass eine Nationalmannschaft erfolgreich spielt. Und ich glaube, da ziehen alle an einem Strang. Und ich glaube, die Entwicklung, die das Ganze jetzt in den letzten Jahren genommen hat, ist da auch durchaus positiv. Also, dass die teurer geworden sind, finde ich persönlich super, um das so zu beantworten, wenn das irgendwie geht. Harald, du hast... Wenn ihr für die Positionen 2 und 4, 5 wahrscheinlich 2 Ausländer verpflichtet, heißt das im Überschluss, dass der eine deutsche Spieler, der noch auf dem Markt ist, auf der Position 4, 5, sich erledigt hat für euch? Du scheinst mehr Marktübersicht zu haben als mir. Wer ist der eine deutsche Spieler, von dem du redest? Also es gibt mehr als einen. Aber wir werden den Namen jetzt sich, die anderen Namen jetzt sicher auch nicht announcen hier an dieser Stelle, aber da hat sich die Situation eigentlich in den letzten 4 oder 5 Monaten nicht verändert und auch durch die Situation von Johannes hat sich die Tim-Situation eigentlich nicht verändert. Es ist von Anfang an so gewesen, dass relativ klar strukturiert gewesen ist, wie das Team, damit sich die jungen Spieler auch entwickeln können, gebaut in Anführungsstrichen sein muss. Ja, und ein Tim muss eine Starterrolle in so einem Team einnehmen, das geht nicht anders, ja, und muss da mindestens mal 25 Minuten, oder und wer auch immer diese Position ausfällt, der muss sicher 25 Minuten auf dem Feld stehen und performen, das geht nicht anders. Da ist Tim eine Option. Ja, aber hat jetzt eigentlich gar nichts bei uns erstmal auf dieser Position damit zu tun, dass er deutsch ist oder nicht. Das muss man ganz klar sagen. Also es hat sich eigentlich diesbezüglich jetzt durch das Ausscheiden von Johannes, ich habe das gelesen und habe auch die Spekulation natürlich gehört, hat sich eigentlich für uns nichts verändert. Ja. Timo? Ihr habt das ja erwähnt, das ganze Jugendprogramm, was ihr jetzt aufzieht und was euch in der Zukunft auch auf jeden Fall bestimmt Früchte bringt. Die Frage ist nur, ob ihr dadurch in Kauf nimmt, vielleicht jetzt mal 1-2 Saisons nicht besonders erfolgreich zu spielen, sprich in die Playoffs zu kommen. Das hat mit dem Konzept, was wir fahren, überhaupt nichts zu tun mit den jungen Deutschen. Wir haben ganz gezielt für die Position die Spieler gesucht und die sportliche Leistungsfähigkeit, die am Ende bestimmt, wie gut das Team jetzt, ich sag mal, auf dem Papier ist. Das heißt ja noch nicht, dass es dann als Team auch funktioniert. Die definiert sich natürlich über die anderen Positionen. Ja, also was für eine Qualität du dann auf den anderen Positionen verpflichten kannst. Also das hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt sagen, wir wollten Konsti und Johannes und Danilo und ne, das hat eigentlich nichts damit zu tun, was die sportlichen Ziele sind. Ne? Das sind Perspektiventscheidungen, aber das sind auch Kurzfristentscheidungen, die völlig budgetunabhängig sind. Das ist die richtige, glauben wir, die richtige budgetunabhängige Entscheidung für die Zukunft, diese Spieler zu verpflichten und hat auch mit der Qualität, die das Team dann in der aktuellen Saison hat, eigentlich weniger zu tun. Die Johannes-Situation hat natürlich was damit zu tun, ja, weil du damit halt einen deutschen Spieler aus der Rotation, der halt potenziell 15 oder 20 Minuten spielst, weniger zur Verfügung hast. Ja. Also das ist natürlich klar. Da ist der Einfluss eigentlich viel größer. Ja. Also das Upside nach oben wird dadurch ein bisschen limitiert, ja, das muss man ganz klar sagen. Also die Möglichkeiten nach oben durch die Johannes-Situation, aber also Johannes-Herber-Situation, nicht Johannes Hochwald. Gibt es denn, Timo, gleich noch eine Frage? Wie groß ist denn die Chance, dass ihr noch vor dem Saisonstart einen neuen Trikotsponsor bekommt, beziehungsweise überhaupt in der Saison? Die ist wie immer. Ja, ja, das ist so schwer im Moment. Ich weiß nicht, ob man das als so schwer tun bezeichnet. Wir haben dann eine bestimmte Erwartungshaltung. Wir haben in der Situation, da gibt es auch nicht 97% oder 0%, sondern da gibt es nur 0 und 1. Also entweder klappt es oder es klappt nicht. Ja, das ist halt so. Das ist für Budgetplanung auch ein bisschen anders als jetzt Ticketing oder ähnliches, wo du halt weißt, okay, wenn jetzt 10% Leute mehr kommen, dann hast du halt 10% mehr Budget, aber hast trotzdem das andere Budget.
Die Situation ist glaube ich, so, dass wir eine Perspektivaufstellung wieder produzieren müssen hier, wo es in Zukunft hingehen kann. Ich glaube, wir sind regional extrem interessant für viele Sponsoren, haben aber auch eine gewisse Erwartungshaltung, zum einen, was das Monetäre betrifft, zum anderen auch, was den Sponsor an sich betrifft. Also wir haben da durchaus Limitierungen, wen wir nicht auf dem Trikot haben wollen, weil wir so viel mit Jugendlichen und mit Tausenden von Kindern in den Schulen spielen und da scheiden einfach gewisse Branchen grundsätzlich erstmal aus. Viele andere Branchen haben wir belegt. Ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass es uns perspektivisch wieder gelingen wird, dort einen sehr, sehr geeigneten Partner zu finden. Ich glaube, wir sind ein sehr, sehr professioneller Club. Wir sind sehr gut aufgestellt, sehr, sehr gut verankert in der Region. Wir haben mit unseren Jugendprogrammen, wo wir mit Tausenden von Kindern Basketball spielen, hier wirklich in der Region was aufgebaut, was in der Zukunft Früchte tragen wird. Und das alles Entscheidende ist, und ich glaube, das wird auch kommen. Wir haben auch ein super Renommee. Ja, wir werden jedes Jahr gefragt, ob wir eine Wildcard haben wollen, um europäisch zu spielen, auch wenn wir sie nicht jedes Jahr annehmen. Also ich glaube, wir haben auch international einen sehr, sehr guten Namen als Club. Das heißt, das sind alles Dinge, warum ich der festen Überzeugung bin, dass wir irgendwann da auch den geeigneten Partner haben werden. Aber das alles Entscheidende für uns ist nicht der Trikotpartner, sondern das alles Entscheidende, ich wage es gar nicht mehr in den Mund zu nehmen, ist die in Kürze dann bevorstehende Ausschreibung für die Multifunktionsarena, die Perspektive nach oben halt wieder eröffnet. Ja, das ist das Entscheidende für uns. Und ich glaube, mit dieser Perspektive, die sich durch diese Multifunktionsarena ergibt, ist Frankfurt einer der mit Abstand besten Standorte in ganz Europa, um ein Basketballteam zu haben, das nicht nur top in der Bundesliga ist, sondern das auch europäisch erfolgreich spielen kann. Ja? Und da bin ich auch der festen Überzeugung, das haben wir, glaube ich, in der Vergangenheit gezeigt und das werden wir auch in der Zukunft zeigen, dass wir in der Lage sind, das dann auch umzusetzen. Ganz kurz noch eine Nachfrage, also ihr versucht da noch nicht auf Teufel komm raus, jetzt unbedingt einen Trikotsponsor für die Saison zu kriegen, wenn der euch jetzt nicht ins Konzept passt, dass nicht die Branche ist, die... Das haben wir noch nie gemacht und werden das auch nie machen. Wird die Deutsche Bank in irgendeiner Form noch eine Rolle spielen? Kann ich jetzt auch nicht abschließend beantworten, aber auf jeden Fall wird sie keine Rolle in einer Größenordnung spielen, wo jetzt irgendwie eine Riesenrelevanz für das Budget oder Ähnliches da ist. Ja, wir haben Rolle als Premium-Partner haben Sie damit beendet? Das kann ich jetzt noch nicht sagen, kann ich nicht abschließend beantworten, aber irgendwann wird das definitiv der Fall sein, dass die Deutsche Bank auch nicht mehr als Premium-Partner bei uns sein wird. Ja. Irgendwann. Ich kann dir nicht sagen, ob das diese Saison ist oder in Zukunft, aber ganz klar ist, dass die Situation darauf hinausläuft. Die Deutsche Bank war jetzt 7 Jahre Partner. Wir haben es geschafft, glaube ich, mit der Deutschen Bank uns als Club deutlich weiterzuentwickeln. Ja, also wir könnten sogar potenziell meine Zweitligasaison überstehen, was wir vor 7 Jahren niemals überlebt hätten, wenn wir sportlich abgestiegen sind. Ich glaube, wir sind jetzt so breit aufgestellt. Das haben wir hinbekommen und wenn diese Wege sich dann trennen werden, dann trennen sich die Wege und ich glaube, das sollte man dann einfach auch jetzt mal auf sich beruhen lassen und da nicht irgendwie ständig sich irgendwie drüber den Kopf zerbrechen. Ja, also das kommt, wie es kommt. Ja. So oder so. Wann wird das dann auch das Programm Basketball macht Schule? Ist es davon völlig losgelöst, dieses Engagement von der Deutschen Bank? Also Basketball macht Schule, der gemeinnützige e.V., das ist eine der Riesenerfolgsgeschichten, die wir, glaube ich, vorweisen können. Der e.V. ist nicht mehr abhängig von Geldern der Skyliners GmbH, wie es am Anfang war, wo wir sehr hohe sechsstellige Investments in den Aufbau investiert haben, sondern der gemeinnützige e.V. hat ein ausgeglichenes Budget durch die Benefit-Skala, durch die offiziellen Förderer und Ähnliches. Und wir haben ja vorgestern haben wir es ja geschafft, die 100. AG einzurichten, also 100 AGs gleichzeitig zu machen. Dabei wird es nicht stehen bleiben, sondern ich glaube, dass wir dieses Jahr vielleicht das Ganze sogar nochmal um 25% mindestens ausbauen können. So wirtschaftlich gut ist der e.V. mittlerweile aufgestellt. Also das tangiert die Weiterentwicklung des e.V.s in keiner Art und Weise. Ja, der steht, der ist solide, der hat ganz tolle Partner, der hat mit der Benefit-Skala eine ganz tolle Veranstaltung, die sehr, sehr viele Spenden einbringt. Und das ist, glaube ich, auch eine der wirklich sehr, sehr positiven Dinge, die in den letzten 2 Jahren passiert sind, dass der e.V. jetzt wirklich so aufgestellt ist, dass er aus eigener Kraft das Geld, was er nur für sich selber einnimmt, ohne jetzt, ich sag mal in Anführungsstrichen, noch unser Spielerbudget oder was auch immer der eine da spekulieren mag, zu belasten, das ist mittlerweile nicht mehr so. Ja, es ist tatsächlich so, dass der e.V. Selbstständig ist und aus eigener Kraft
ein kraftvolles, wie man so schön sagt, Wachstum auch in Zukunft weiternehmen wird. Ja? Also es wird nicht bei diesen 100 AGs dieses Schulhalbjahr bleiben. Also da ist kein Risiko jetzt in irgendeiner Form für Basketball macht Schule und die Weiterentwicklung, dass irgendwie in irgendeiner Art mit dem Thema Deutsche Bank verknüpft wäre. Ja? Also ich glaube, das war die Frage letztendlich. Ja? Nochmal kurz zu der sagenumwobenen Halle. Du bist weiter zuversichtlich, dass das Ding irgendwann mal kommt. Ja. Also ich meine, wir haben es ja alle in den Medien relativ häufig gelesen, wann die Ausschreibung dann kommen soll. Spätsommer stand da. Jetzt wird es vielleicht Frühherbst, aber meine Information ist auch, die ich von Seiten der Stadt noch letzte Woche bekommen habe, dass die Ausschreibung in den nächsten Tagen rausgehen wird. Und deswegen bin ich natürlich sehr, sehr zuversichtlich, dass die Ausschreibung jetzt auch kommt. Ja, klar. Die Grundstücke sind von der Stadt Offenbach an die Stadt Frankfurt abgetreten. Es entstehen keinerlei wirtschaftliche Risiken durch die Ausschreibung für die Stadt Frankfurt. Ganz im Gegenteil, es wird eine sehr, sehr hohe Wertschöpfung stattfinden, wenn die Multifunktionsarena da ist. Im monetären Bereich, im kulturellen Bereich, im Perspektivbereich, nicht nur für uns, sondern auch für zum Beispiel Eishockey und die Löwen. Also eigentlich gibt es überhaupt keinen Grund. Der neue Bürgermeister ist auch der Meinung, dass es sinnvoll ist, die Halle zu bekommen. Die schwarz-grüne Koalition hat ja letztes Jahr im April schon entschieden, dass das Grundstück dafür zur Verfügung gestellt wird. Also eigentlich können einem nicht viele Gründe einfallen, warum das nicht kommen soll. Ja. Gut, ich denke, soweit sind doch noch ein Fragen. Harald, dann bitte. Der Vertrag mit JJ wurde verlängert bis wann? Der Vertrag mit JJ wurde jetzt verlängert bis Januar, bis Mitte Januar. Wenn es dann keine Fragen gibt, ich denke, es gibt nur noch reichlich Gelegenheit, jetzt bei einem kleinen Snack sich auszutauschen, möchte ich mich als allererstes bei der Champions Bar bedanken für die Organisation hier, bei euch allen fürs Kommen. Bevor wir auseinandergehen, noch die Info, es wurde ganz viel über unsere Nachwuchsspieler gesprochen, über die Juniors. Ich bin sehr froh, dass wir heute mit Konstantin Klein und Erik Detlef auch gleich zwei Vertreter unserer Juniors, sprich einen Spieler und unseren Headcoach da haben, die auch noch gerne für Fragen bereitstehen. Und abschließend hinweisen auf den 2. Oktober, da spielen unsere Juniors das erste Spiel der Pro B gegen Hanau bei uns im BCM. Würde mich freuen, Sie alle da wiederzusehen. Und am 3. Oktober geht es dann natürlich los mit der BKO BBL, mit dem Auswärtsspiel in Ludwigsburg. Ansonsten bedanke ich mich fürs Kommen und beende die Pressekonferenz. Dann. Morgen haben wir auch noch ein Spiel. Oh, ist natürlich richtig. Moment. Morgen natürlich, weil es so sehr auf den Saisonstart fixiert, wir haben morgen natürlich noch ein ganz tolles Spiel. Das ist das Benefits-Spiel zugunsten der Hans-Thomas-Schule, das morgen bei uns in BCM stattfindet. Gleichzeitig, da wir gegen Würzburg spielen, ist das ja so ein bisschen das Abschiedsspiel für Jimmy McKinney, der ja 6 Jahre in Frankfurt gespielt hat. Ich glaube, das wird ein tolles Spiel, ein schönes Event aber auch. Und auch da freue ich mich natürlich, Sie alle wiederzusehen.